Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Check 2 Renegade. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und zwar, in der letzten Folge haben wir etwas Krasses herausgefunden. In der letzten Folge haben wir nämlich die Hütte von Samos gefunden, vom allerersten Teil. Ja, ihr habt es richtig gehört. Die Hütte von Samon ist hier in Haven City, naja, besser gesagt außerhalb von Haven City. Aber die scheint komplett zerstört und verlassen zu sein. Und das heißt wohl, wir sind tatsächlich in der Zukunft angereist. Und das heißt auch wiederum, Haven City ist quasi eigentlich das Sanddorf. Weil wir wissen ja, dass die Hütte von Samon quasi in den Sandhof befand, aber hier haben wir kein nettes Dörfchen mehr. Nee, wir haben jetzt eine große Stadt namens Haven City. Und jetzt haben wir eigentlich zwei Missionen, einmal zu Oni und einmal zu Thorn. Aber wenn ich jetzt auf Mission schaue, also da seht ihr jetzt Mission, sprich mit dem Schatten. Das heißt wiederum, wir treffen wahrscheinlich jetzt den Anführer des Schatten. Das ist auch äußerst interessant. Ja gut, ich würde sagen, legen wir mal los und ich bin mal auf jeden Fall gespannt. Der Schatten will euch jetzt endlich kennenlernen. Wieso ist dir dieser Ort bei den alten Ruinen so wichtig? Bei dem alten Haus gibt es eine Energiequelle. Metallschädel werden davon angezogen. Im Ernst? Wir kannten den Typ, der da früher gewohnt hat. Ihr seid also die neuen Rekruten, die dauernd in Schwierigkeiten stecken. Oh nein, nicht du! Willkommen in unserer bescheidenen Untergrundbewegung. Man nennt mich den Schatten, aber sagt ruhig Samus zu mir. Und ihr seid? Mensch, Jack, wir haben das alles durchgemacht, um seine grüne Hoheit Großväterchen Wurzelkopf zu treffen? Kennst du uns nicht mehr? Tut mir leid, Kleiner. Hab euch noch nie gesehen. Und ich vergesse kein Gesicht. Besonders nicht so ein hässliches. Jetzt geht das wieder los. Wie kann das sein? Wir kamen mit dir durch den Riss in die Zukunft, oder? Ja, sahst damals schon älter und hässlicher aus als eine Mumie. Was ist passiert? Hat dir einer auf die Birne gehauen, während wir weg waren? Hört mal, Jungs. Ich weiß nicht, was ihr zwei eingeworfen habt, aber ich habe keine Zeit für sowas. Wir müssen den Baron stürzen, den Erben schützen, die Metallschädelinvasion aufhalten und eine Stadt retten. Ich würde sagen, da haben wir genug zu tun. Außerdem, ich bin durch keinen Riss gegangen. Ich hasse Teleportieren. Klingt ganz nach dem alten Samus. Und jetzt müsst ihr für mich in den Hafenwald gehen und ein paar Metallschädel umlegen. Dieser Wald ist meine Energiequelle, aber ich kann ihn kaum noch länger beschützen. Erledigt die Metallschädelspeer, die ihr dort findet. Viel Glück und willkommen in der Schlacht. Was? Das war Samus! Alter! Samus ist der Anführer der Schatten und er kann irgendwie an uns nicht erinnern und der sieht auch eigentlich vollkommen anders aus als wie früher. Aber nee, das kann doch nicht sein. Ich meine, der sah ja ziemlich jung aus. Aber wir sind ja in der Zukunft. Wie kann ein junger Samus in der Zukunft sein? Also quasi geben. Das ist sehr merkwürdig. Jetzt bin ich echt total verwirrt. Der Untergrund meinte, du brauchst Hilfe. Zu Fuß erwischst du die Metallschädel im Wald nicht. Deshalb habe ich mein Jetpod neben der Luftschleuse beim Stadtausgang gelassen. Und weil du uns hilfst, darfst du es sogar behalten. Suche nach Verdächtigen. Moment mal. Das war doch die Stimme von der Mechanikerin. Das heißt also, sie arbeitet auch noch für den Schatten. Wie viele Leute arbeiten denn überhaupt für den Schatten? Onin? I don't know. Naja, wir machen jetzt erstmal die eine Mission. Das heißt wieder, wir müssen zum Havenwald. Schon wieder. Und wieder gegen Metallschädel kämpfen. Boah, die waren aber in der letzten Folge richtig fies und gemein. Noch nichts entdeckt. Na super, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja. Übrigens, ich habe ja eigentlich auch noch eine neue Waffe bekommen von Thorn. Und was ist die hier? Ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißt, aber die ähnelt sehr stark
wie eine Minigun. Also die feuert auch wie eine Minigun. Naja, ist jetzt auch egal. Wir müssen nämlich zum Havenwald und weitere Metallschädel umbringen. Und ich erreiche das nächste Fahrzeug, was ich wieder gestohlen habe, um weiterzukommen. Ach nee, jetzt bin ich wieder falsch. Och Mann ey. Das ist ja mies. Ich habe immer Angst, dass ich jetzt gerade eine Crimson Garde hier umfahre. Aber anscheinend fahre ich gerade nur diese unschuldigen Bewohner. Ah! Ich umfahre einfach jeden bis auf die Crimson Garde. So, und wir sind da. Wow, das Jetboard gehört uns. Lass uns losbrettern. Verlassen der Stadt auf eigenes Risiko. Was du nicht sagst. Okay, hier haben wir wieder das Portal. Ach, ist das nicht wieder hier schön, hier zu sein? Und die schöne Melodie. Ach ja. Aber interessant ist, jetzt müssen wir einfach hier geradeaus. Das letzte Mal waren wir hier natürlich hier rechts. Jetzt gehen wir in diese Richtung. Okay, Moment mal. Mission? Fange die Speere im Havenwald. Okay, und das Board? Aha, mit R2. Okay, wollte schon gerade fragen. Aber wo sind die Viecher? Ich glaube, das war auch eine verdammt schwierige Mission. Ja, daran kann ich mich schon ein bisschen erinnern. Die war jetzt auch wirklich nicht so leicht. Ich versuche echt mein Bestes zu geben. Ja, da hinten ist schon mal einer. Ich kriege dich. Ich glaube, wir können eigentlich auch nicht beschleunigen. Ja, komm. Komm. Ich krieg dich. Ich kriege dich. Aha, jawoll. Okay, einen hätten wir schon mal. Fehlen uns nur noch 4. Aber heißt das, wir können diesen Board auch jetzt später in Haven City benutzen, also in der Stadt? Das wäre mir auch ziemlich cool. Sollte erstmal hier genau umgucken, wo die sind. Weil nicht, dass ich hier einfach irgendwo hier lang fahre und ich übersehe die einfach. Ach, wenn man zum Teufel spricht. Nein! Ach, Jack. Du Vollidiot. Hä, Alter, der macht das ja automatisch. Ich drücke Viereck und der springt automatisch runter. Was soll das? Mann, check. Okay, so war es schon mal gut. Das heißt also, ich würde beim Einspringen und dann Viereck gedrückt halten. Komm, ich kriege dich. Jaha. Erwischt. Da schon mal der nächste. Ja, hallo mein Freund. Wo willst du denn hin auf einmal? Wollen wir Fang spielen?
Ich bin der Jäger. Und du die Beute. Es gibt hier keine Kommen. Ich kriege dich. Du wirst hier meine Trophäe sein. Du kannst mich nicht ablenken. Komm, komm, komm. Ach, komm schon. Jawohl. Okay. Irgendwie ist das jetzt gefühlt doch nicht so schwer, wie ich das in Erinnerung hatte. Oder kommt noch die Schwierigkeit? Na, da hinten ist noch einer. Och Mann. Das hasse ich. Na, halt, halt, halt. Hier ist ein Orb. Hier ist ein Ei. Und ich habe 19. Okay, wo ist denn jetzt eigentlich hin? Ach, und schon wieder den nächsten verpasst. Aber das erinnert mich irgendwie auch sehr stark aus dem letzten Teil. Wir waren ja eigentlich auch irgendwo in einem Wald. Da hatten wir aber auch so einen Shuttle und mussten ja solche große, naja, Viecher einfangen oder einfach die umfahren oder überfahren. So, und nur noch einer. Natürlich ist die Frage, wo ist das Vieh? Wo versteckst du dich? Komm raus, Jack, find dich schon. Okay, hier geht's nicht weiter. Ne, hier ist ja keiner. Ja, das kann doch gar nicht sein. Oder Moment mal. Das ist nicht hier? Aha. Oder doch nicht, aha. Alter, wo ist das letzte Vieh? Das ist immer hier typisch Spiel, also... Immer wenn man den letzten sucht, findet den man nicht. Die letzten sind immer die schwierigen. Sonst sagt man doch immer, die ersten sind doch immer die schwierigen. Ey, das kann doch gar nicht sein. Komm raus, ich finde dich doch sowieso. Vor allem, der Wald ist doch nicht so riesig. Oder habe ich irgendeinen versteckten Eingang übersehen? Das kann ja auch gut sein, aber irgendwie sehe ich ja keinen weiteren Eingang. Ich sehe halt nur die Orbs. Aber die Orbs bringen mir nichts. Ich brauche diese Schwefliege oder was es auch ist. Diese verdammten Metallschädel. Das sind ja auch keine Schwefliegen. Was zur Hölle rede ich denn da überhaupt? Hier ist ja noch so ein Orb, wie nett. Ich brauche so ein Vieh. Wo könnte es denn bloß sein? Moment mal, vielleicht sagt die Karte etwas. Ja, tatsächlich, dort hinten. Der grüne Punkt. Okay. Muss jetzt nur mal genau gucken, wo ich jetzt lang muss. So, ich bin jetzt hier. Die Karte sagt jetzt... Aha, wir sind schon mal im richtigen Weg. Irgendwo, wo der Fluss ist. Ah, da ist er da. So, ich kriege dich. Ich kriege dich schon. Komm, ich krieg dich! Jawohl! Aha, der letzte ist im Sack. Sehr gute Arbeit, Jungs. Kommt zurück zum Versteck.
Okidoki. Dann gehen wir mal wieder zurück. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, von wo wir kamen. Ich finde es irgendwie schade, dass man hier keine Minikarte bekommt. Das finde ich irgendwie so ein bisschen seltsam. Aber ich meine, ich müsste einfach hier fahren. Aber ganz ehrlich, ich fand diese Mission war jetzt wirklich nicht schwer. Die war wirklich sehr freundlich gemacht und sehr einfach. Also, das war eine entspannte Mission, muss man ganz ehrlich sagen. Das hätte ich auch wirklich unbedingt gebraucht, weil noch so eine schwere, verdammte Mission, ey, das hätte mich wieder angekotzt. Nichts gegen das Spiel, aber es gibt so manche Missionen, die regen mich manchmal so sehr stark auf. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig, weil nicht, dass ich wieder hier den gleichen Weg zurückfahre. Nee. Jetzt bin ich wieder hier, oder? Hä? Ey, tatsächlich, ich bin irgendwie komplett im Kreis gefahren. Warte mal. Ich fahre jetzt mal wieder hier. Und laut Karte muss ich da hinten hin. Ja, tatsächlich, da leuchtet sie auch. Gut, wir haben den Ausgang wieder gefunden. Aber ganz ehrlich, ich würde sagen, wir kehren jetzt nicht wieder zurück zu Samon, sondern wir fahren oder gehen in Richtung Onin, weil das ist ja hier in der Nähe. Deswegen gehen wir wieder zu Onin. Entseuchung beendet. Entseuchung beendet, Alter. Was ist das denn? Okay, Moment mal. Jetzt habe ich 3 Symbole. Sehe ich das richtig? Ja, tatsächlich. So einen roten Totenkopfschädel. Aber ich glaube, das soll das Symbol sein von der Crimson Garde. Da haben wir... Ach so, das ist nicht Oni. Das ist das Orakel. Ach, sorry, Leute. Es tut mir echt leid. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Oni im Kopf gehabt. Habe ich wieder falsch gelesen? Gehe zurück zum Orakel. Ja, tatsächlich. Sorry, Leute. Ich habe irgendwie... Ich dachte immer... Das Orakel wäre auch Onin, weil die ja eigentlich auch so eine Art Wahrsagerin ist. Aber nee, sorry Leute, hab mich wohl verplappert. Überprüfe den Basar, sprich mit Schatten. Okay, aber Leute, wisst ihr was? Wenn ich gerade auf die Zeit sehe und bis ich dort wieder ankomme, wird das mal wieder so knapp. Ganz ehrlich, ich würde mal sagen, ich beende schon mal hier die Folge, so leid es mir auch tut. Ich weiß, wir hatten jetzt wenig Action gehabt, aber dafür hatten wir das in der letzten Folge gehabt. Und hier hatten wir wenigstens eine entspannte Folge gehabt. Oh nee, nicht Crew wieder. Meine Kundin vom Rennstadion hat mir gerade erzählt, wie gut du mit dem Chatbot bist. Laut meinen Informanten ist gerade eine Ladung Abhörgeräte für die Crimson Garde im Hafen angekommen. Diese Dinger dürfen nicht eingesetzt werden. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Flieg mit dem Jetboard zum Hafen und zerstöre alle Kisten der Crimson Garde. Aber pass auf, wenn du in den Verteidigungsbereich kommst. Patrouille in Sektor 9. Achso, das ist die Mission. Okay, also eine weitere Crew-Aufgabe.
Na super. Boah, aber der hat mich jetzt gerade echt erschrocken. Dieser fette Crew. Aber ich find's cool, wir können jetzt diesen Shuttle hier benutzen. Finde ich echt cool. Ich dachte, den konnte man nur in den Wald benutzen. Aber nee, jetzt können wir das auch in Haven City benutzen. Aber ganz ehrlich, irgendwie gefühlt, ich fühle mich nur von dem Kerl beobachtet. Ja gut, eigentlich beobachten unsere Freunde alle. Also, das verstehe ich nicht, aber naja. Okay, Leute, ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Check 2 Renegade. Mach's gut, meine lieben Freunde. Tschüss. Verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor.